Die Affäre erschütterte Italien, als Ministerpräsident Giulio Andreotti im Oktober 1990 vor dem Parlament zugab, dass im Lande eine geheime militärische Organisation unter dem Namen Gladio existierte. Weitere Untersuchungen durch die italienische Justiz und den Senat brachten Schritt für Schritt ans Licht, dass die Geheimarmee als Abwehr gegen eine sowjetische Invasion gegründet worden war, aber im Geheimen auch zusammen mit rechtsextremen Terroristen die Kommunisten und Sozialisten im eigenen Land bekämpfen wollte. Zu den vielen und komplizierten Anschlägen in Italien gehörte der Bombenanschlag im Bahnhof von Bologna, dem mindestens 80 Menschen zum Opfer fielen. Am besten untersucht wurde jedoch bis heute der Anschlag von Peteano, der auch zur Aufdeckung der Geheimarmee Gladio führte. Angelastet wurden die Taten durch die Ermittlungsbehörden jeweils linksextremen Gruppen, um damit auch die damals politisch starken italienischen Kommunisten in den Augen der Wähler zu diskreditieren. Das Geständnis Andreottis stürzte damals nicht nur Italien in eine tiefe politische Krise, sondern hatte auch Folgen für andere NATO-Länder, wie zum Beispiel Griechenland, Spanien, Frankreich, Deutschland oder die Türkei. Denn auch dort waren militärische Geheimorganisationen in Terroranschläge verwickelt. Nach einem ähnlichen Muster, wie Daniele Ganser vom Zentrum für Sicherheitspolitik der ETH Zürich sagt. Bei den NATO-Geheimarmeen ist man natürlich als Forscher dadurch frappiert und überrascht, dass man sieht, dass Steuergelder, welche an den Staat bezahlt werden, zum Teil dafür eingesetzt wurden, um Geheimarmeen aufzubauen, welche wiederum mit rechtsextremen Terroristen zusammengearbeitet haben und dann wieder die Steuerzahler, die unschuldigen Bürger in Terroranschlägen getötet haben. Das heißt, dass der Staat zum Teil Bürger geopfert hat, um einen politischen Feind zu diffamieren und zu schwächen. Die Affäre Gladio fand anfangs der 90er Jahre in den Medien ein mächtiges Echo, auch weil sich zeigte, dass die Fäden der verschiedenen Geheimarmeen in den Hauptquartieren der NATO in Brüssel und Mons zusammenliefen. Doch ebenso schnell verschwand sie auch wieder aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. In jahrelanger Recherche hat Daniele Ganser die Affäre neu aufgearbeitet und das Resultat seiner Forschung als Buch publiziert, das dieser Tage in London erschienen ist. Wir haben zum ersten Mal jetzt den Überblick, dass es die NATO-Geheimarmeen in allen Ländern gegeben hat. Das ist neu. Die Dokumente, welche wir zusammengetragen haben, sind eben im Laufe der Jahre, also von 1990 jetzt bis 2000, dort und an dieser Ecke und durch diesen Prozess freigegeben worden. Das ist ein laufender Prozess. Aber ein Durchbruch auf der Dokumentenfront ist nicht da, weil die NATO und die CIA die Dokumente nicht freigeben. Im Oktober 1990 hatte die NATO nach widersprüchlichen Aussagen zwar kurz die Existenz geheimer Planungsstäbe bestätigt, in denen Vertreter aus allen NATO-Ländern mitwirkten. Doch mittlerweile will man im Hauptquartier in Brüssel nichts mehr von solchen Aktivitäten wissen. Bei seinen Recherchen erhielt Daniele Ganser bei der NATO denselben Bescheid wie heute Schweizer Radio Tieres. Bei der NATO gibt es zwar geheime Akten, aber das Prinzip keine geheimen Komitees, man sei schließlich eine transparente Organisation, sagte eine NATO-Sprecherin. Eine Aussage, die nach den Erkenntnissen Gansers eindeutig falsch ist. Das wissen wir jetzt aus der Forschung schon, dass es die gegeben hat. Das ist aber ein schrittweises Herantasten an ein Phänomen, das sehr komplex ist, weil eben verschiedene Daten darauf hinzeigen, dass die NATO-Geheimarmeen in Terroranschläge verwickelt waren. Federführend war bei der Organisation von Gladio auch der amerikanische Geheimdienst CIA. Was für die USA in doppelter Hinsicht peinlich sein dürfte, erstens können solche Enthüllungen Verschwörungstheorien nähren, zum Beispiel, dass die Geheimdienste oder gar die US-Regierung im Vorfeld der Anschläge vom 11. September 2001 nicht nur grobe Fehler gemacht hätten, sondern bewusst große Risiken eingegangen wären. Vor allem aber beschädigen diese geheimen Aktivitäten der Vergangenheit das Bild der NATO, die sich inzwischen wesentlich als internationale Allianz gegen den Terrorismus präsentieren will. Wenn wir nun herausfinden, dass die Antiterrorallianz selber in Terror verwickelt ist und darüber nicht sprechen möchte, dann stellt sich natürlich aus wissenschaftlicher Sicht schon die Frage nach der Glaubwürdigkeit. ETH-Forscher Daniele Ganser versteht sein Buch allerdings nicht als Schlussbilanz, sondern als Bestandesaufnahme der im Moment verfügbaren Dokumente. Dokumente auf Türkisch, Dokumente auf Französisch, auf Deutsch, auf Spanisch, auf Finnisch, auf Schwedisch. Das hat meine Kollegen eigentlich in den USA und England sehr davon abgehalten, überhaupt über das Thema zu forschen. Und indem ich jetzt das Buch vorlege, das auf Englisch ist, haben wir innerhalb der internationalen Forschergemeinschaft zum Bereich NATO-Geheimarmeen natürlich schon mehr Möglichkeiten. Und wir sind ja sehr gut vernetzt und tauschen uns da sehr schnell aus. Das hilft auch, um neue Dokumente zu finden, weil Kollegen natürlich anderen Zugang haben zu Gebieten, in denen sie auch schon gearbeitet haben. Denn obwohl er durch eine Kombination der vorliegenden Quellen die Verwicklung der NATO in terroristische Aktivitäten für bewiesen hält, sind auch viele Quellen nicht offiziell zugänglich.
nicht nur in den Archiven der NATO, sondern auch in der Schweiz. Der Untersuchungsbericht, der vom Neuenburger Untersuchungsrichter Pierre Cornu anfangs der 90er Jahre über die Verbindungen zwischen der Schweizer Geheimarmee P26 zur ausländischen Organisation verfasst wurde, zum Beispiel. Der Bundesrat hat ihn damals auch dem Parlament nur in Auszügen zugänglich gemacht. Man sagt, es würde den Beziehungen der Schweiz zum Ausland schaden, wenn man diesen ganzen Bericht freigeben würde. Also der gegenwärtige Stand unseres Wissens in diesem Bereich ist, dass die P26 nicht direkt in die NATO integriert war, dass aber die Möglichkeit besteht, dass sie indirekt über die Engländer Teil des NATO-Stay-Behind-Netzwerks war, weil das auch im Falle einer Invasion Sinn gemacht hätte. Gerade in diesem Falle hätte natürlich die NATO den Widerstand koordiniert. Direkten Einblick in den Gorni-Bericht und damit präzise Auskünfte über Beziehungen zwischen der P26 zur NATO hatte 1991 schon der Berner Nationalrat Paul Günther verlangt. Doch der Antrag wurde bereits damals abgelehnt. Und dabei blieb es bis heute.